meine Lieben. Ja, ihr wisst, ich liebe diese Dinger über alles und habe auch schon die Nachspeise mit Raffaello verfilmt. Und heute habe ich so Lust auf Raffaello Erdbeereis. Und ich habe mir gedacht, ich lasse die Kamera mitlaufen, weil dieses Rezept, ihr merkt, mir läuft schon wie das Wasser im Mund zusammen. Dieses Rezept ist einfach das Beste. Es gibt so viele Erdbeereis-Rezepte mit Raffaello, aber das ist mit Abstand das Beste und das mache ich immer und immer wieder. Das Rezept stammt aus der Rezeptwelt, deswegen setze ich euch natürlich den Original-Link wieder unten in die Infobox. Und ich würde sagen, wir legen los, denn dieses Eis geht wirklich ruckzuck. Als allererstes benötigen wir 30 Gramm Zucker und einen Teelöffel Vanillezucker. Vanillezucker ist schon mit drin. Das kommt in den Mixtopf und wird jetzt 3 Sekunden auf der Stufe 10 gemixt. 3 Sekunden auf 10. Ihr seht schon, es raucht. Und in 0, nix haben wir schönen Puderzucker. Jetzt riecht richtig schön vanillig. So, was noch am Rand klebt, das kratzt man einfach mit dem Spatel nach unten. Ja, und dann kommen schon alle anderen Zutaten dazu. Wie gesagt, es geht ruckzuck. Wir brauchen 300 Gramm gefrorene Erdbeeren. Dann brauchen wir 10 Raffaello. Die sind auch gefroren, die habe ich mir einfach einen Tag vorher schon in den Tiefkühler gegeben, beziehungsweise ich habe immer welche eingefroren, damit ich immer zu jeder Zeit mein Erdbeer-Raffaello-Eis machen kann. Und dann braucht man noch 200 Gramm Sahne und das war's schon. Das Ganze wird jetzt bloß noch miteinander vermischt und dann haben wir ein wunderbares Eis, sage ich euch. Und ich denke mal, ihr werdet genauso begeistert sein wie ich. Und zwar machen wir das Ganze jetzt 16 Sekunden auf der Stufe 6 und dann ist es auch schon fertig. Ruckizucki, wie ich gesagt habe, ist das Eis auch schon fertig. Ich zeige es euch jetzt mal, wie es jetzt schon aktuell aussieht. Und ich sage es euch, das ist wirklich für mich das beste Raffaello-Eis überhaupt. Boah, herrlich. Herrlich, herrlich, cremig. Also für mich wirklich das Beste. Ja, ich fülle mir das jetzt noch schön in Gläser und setze dann immer oben drauf noch ein Raffaello, noch eine gefrorene Erdbeer, gebe noch ein bisschen Kokosraspeln oben drauf und dann haben wir ruckzuck unser fertiges Eis. Ich probiere natürlich mit euch noch. Aber ich weiß, es schmeckt einfach nur mega. Genau meins. Ich schreibe euch selbstverständlich unten in die Infobox, genau wie es ich gemacht habe. Und dann steht eigentlich nichts mehr im Wege. Kauft euch gefrorene Erdbeeren, kauft euch Raffaello und friert sie ein und dann könnt ihr auch schon loslegen. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Heute wieder ein Ruckzuck-Filmchen von mir. Macht es gut, bis ganz, ganz bald. Montag, Mittwoch, Freitag gibt es Filmchen von mir. Bis dahin, macht es gut. Eure Ruckzuck.